Was geht ab, Friends? Ich bin's, Luisa. Schön, dass du beim neuen Video hier auf meinem... Es gibt jemand Neues hier in der Stadt. Dann begrüßen wir mal denjenigen ganz herzlich. Und zwar rede ich hier von der neuen Drogeriemarke Got To Be, die jetzt auch hier Make-up rausgebracht haben. Und die waren ja eher bekannt für ihre Haarprodukte. Mir fällt gerade ein, ich muss noch den Satz beenden. Kanal mal wieder am Start bist. Nee, diesmal hat es wirklich keinen Sinn gemacht. Okay, es macht eh nie in meinen Videos Sinn, aber... Heute war es gerade besonders schlimm. Natürlich habe ich hier auch ein Full Face Make-up gekauft mit allen Produkten von Got To Be Make-up. Ich muss sagen, ich war echt schon auch überrascht, dass jetzt Got To Be neben Haarprodukte jetzt auch noch ja Make-up macht. Und Got To Be habe ich tatsächlich auch kennengelernt, als ich ja ganz, ganz früh mal meine Haare auch rot färben wollte und natürlich zuerst in der Drogerie geguckt habe. Und Got To Be war, glaube ich, gefühlt die allererste Marke, die ich entdeckt hatte in der Drogerie, die eine knallrote Farbe angeboten hat. Und dieses etwas das bunte, schrille Design findet sich definitiv auch hier in den Produkten wieder, wie ich finde. Also ist es schon so passend zur Marke und jetzt nicht komplett was anderes. Ich channel gerade die Mecker-Luisa in mir, die laut einigen Kommentaren alles scheiße findet. Nein, aber mir ist ehrliche Kritik super wichtig und im Endeffekt sparst du dir das Geld, wenn ich sag, kauf's dir nicht. So, ich tue dir hier einen Gefallen, okay? Zumal ich das jetzt auch hier alles komplett selber gekauft habe. So... Das muss gut sein. Dieses Lachen war gerade so ein verzweifeltes Lachen in der Hoffnung. Nee, aber ich bin sehr, sehr gespannt, was die neue Marke so drauf hat. Und Got To Be startet jetzt auch mit zwei verschiedenen Foundations. Und natürlich habe ich auch gleich mal die Shade Range gecheckt. Hier gibt es die Oh My Nude Mattes und Natürliches Finish Foundation. Wie viel habe ich da entdeckt? Ach... Ah, da hat jemand seine Hausaufgaben nicht gemacht. Die Oh My Nude Foundation kommt also zumindest bei Douglas in 15 Farben. Genauso auch wie bei DM natürlich. Ist jetzt auch komplett aus Plastik bzw. ja Kunststoff. Ist natürlich jetzt Geschmackssache, ob du deine Foundation eher in so einem Glasfläschchen magst. Und die zweite Foundation werde ich auch auf dem anderen Gesicht, wahrscheinlich einer von meinen 100 Gesichtern, aber auf die andere Hälfte meines Gesichtes auftragen zum Test. Und ich habe, mein Gott, okay, entspann dich. Ohne Witz, alle drei Foundations in der Flasche zumindest sehen einfach komplett gleich aus, obwohl das drei unterschiedliche Farben sind. Ich habe einmal hier die 010, 020 und 040. Da unten wird mit einem, ich will nicht sagen Vakuum, mit was wird das gearbeitet? Schatz, wenn ich das Produkt benutze und das hier unten geht dann hoch, dieses System, ist es Vakuum? Nein. Nee, oder? Sind wir heute Wissenschaftler? Nee, aber wenn ich das benutze, geht das Ding hier hoch. Es drückt wie bei so einer Spritze. Druckausgleich. Nee. Behälter. Das ist wie bei einer Spritze in der Spritzenbehälter. Ja. Vakuum. Druckausgleichsbehälter. Doktoriat hier. Für irgendwas muss ja mein Abi gut gewesen sein. Ich sehe es jetzt schon in den Kommentaren, machen mich alle fertig, weil während sie das Video schauen, wissen sie das einfach, was das gerade ist. Und die schreien gerade ins Smartphone und wir zwei sind so Vakuum, Doktoriat. Schreib es mir in die Kommentare, was das ist. Aber es ist richtig cool, dass wirklich jeder Milliliter dabei verbraucht wird. Okay, du kannst wieder gehen. Danke für deine Nichthilfe, glaube ich. Ich habe jetzt hier mal die Farbe 040 Rosy. Am Pumpspender glitzert es auch ganz, ganz leicht. Okay, für 40 ist das schon hell. Das ist 40. 01. Mal wieder tolle Reihenfolge von mir am Start. Und 020. Wow, alle drei sind schon krass hell. Vielleicht hätte ich ja noch dunkler gehen sollen. Und das, was sich eher meinem Hautton anpasst, sollte ich nehmen. Und tatsächlich ist es, glaube ich, das hintere hier. Es hat nämlich so einen leicht rosigeren Touch und ich finde, das passt. Ich nehme jetzt hier 020, weil sie einen schönen rosa Unterton hat. Aber ich merke, dass die Textur schon cremiger ist. Es passt schon klebend, so ähnlich wie Theaterschminke. Und die Deckkraft hier soll aufbauend sein. Hier steht Buildable Foundations bis zu 20 Stunden Halt. Natürliches und semi-mattes Finish. Es soll kein Drogerieprodukt geben, was nicht durch mich durchgegangen ist. Also mein Anspruch ist, dass ich gefühlt jedes Produkt einmal in der Drogerie mindestens auf meinem Kanal getestet habe. Deswegen hier mit einer neuen Drogeriemarke braucht es definitiv einen Test von mir. Nichts
werde ich verpassen. Und wie ich auch in meinem letzten YouTube-Video verkündet habe, habe ich Make-up-Pakete gemacht. Ich habe tatsächlich viele meiner ihren neuen Make-up-Produkte verkauft und der Erlös wird dann gespendet. Und jetzt auch gerade für den guten Zweck, weil super viel jetzt gerade auf der Welt los war, ich jetzt auch einfach eine Möglichkeit gesucht habe, wie ich schnell an viel Geld kommen kann zum Spenden. Wow, das klingt irgendwie wie der perfekte Start von einem Verbrechen. Falls du sowas einfach mal miterleben möchtest, wie ich ja Pakete verschenke oder generell auch Spendenaktionen mit kriegen, wo ich ja Make-up-Pakete verkaufe für einen viel günstigeren Preis zum Inhalt, dann folgt mir gerne auf Instagram, da heiße ich genauso wie hier Luisa Crashen. Ne? Und ich merke auch gerade, wie viele Produkte hier weg sind, weil gefühlt dieser Raum hier einfach nur halt, weil ich so viele Pakete und Make-up-Produkte losgeworden bin. Ich bin in einem Stadion. Du siehst, ich baue gerade die Foundation wirklich auf, weil ich ein bisschen mehr Deckkraft brauche und die schon sehr wenig Deckkraft hat, aber zu meinem richtigen Fazit komme ich dann, wenn ich auch die andere Foundation ausprobiert habe. Er hat jetzt mittlerweile gefunden, es ist ein Airless Pump Jar, nennt sich das, also luftloses Pumpgefäß. Dann hätten wir auch das erledigt. Die zweite Foundation hier, das ist die Sheer Me Up, natürliches Finish, leichte Deckkraft, bis zu 8 Stunden halt, Sheer Foundation. Also steht hier unten nochmal richtig fett drauf, Sheer. Das heißt einfach sehr wenig Deckkraft. So zwei Foundations zu launchen ist schon heftig und auch mutig. Trotzdem verstehe ich nicht, hier ist halt eine leichte Deckkraft und hier hinten steht halt individuell aufbaubare Deckkraft von Medium bis Stark. Also ich hätte jetzt schon diese Foundation eher so als leichte Deckkraft betitelt, deswegen hätte ich jetzt gesagt, warum mit zwei leichte Deckkraft Foundations starten, aber hier habe ich jetzt bei der Sheer Me Up Foundation die hellste Farbe, die 010 Irene, die kommt übrigens auch in weniger Farben, ich glaube in so 8 Farben. Hier wechsle ich jetzt auch mal den Schwamm. Natürlich mein Riesenschwamm finde ich hier unten auf Amazon als auch in meinem Shop. Damit geht es auch einfach super schnell. Die Foundation riecht so wie so eine Kräuterhandcreme, also eigentlich ganz angenehm, nicht zu viel. Ich habe den Launch von den neuen Make-up-Produkten von Gatubi schon im Juli verfolgt, denn die hatten ein riesiges Launch-Event in Berlin, wo ich auch vor Ort war und eingeladen war. Aber trotzdem dieses Video in keinster Weise auch irgendwie jetzt bezahlt ist oder ich irgendwie beeinflusst bin, irgendwie gut über die Produkte zu sprechen, bloß weil ich beim Event war. Ich habe nämlich alle meine Produkte selber gekauft, es wurde mir nichts zugeschickt. Wie es der Name sagt, Sheer Foundation, ist es tatsächlich. Man sieht komplett nochmal meine Hautrötung durch, die gerade ein bisschen stärker als sonst ist. Die würde ich jetzt auch ein bisschen aufbauen. Also das ist wirklich super, super leicht für den Alltag. Für meinen Geschmack viel zu natürlich, weil hier finde ich es gut. Hier ist meine Haut in schön, zumindest so schön, wie ich es als schön interpretiere. Ne? Das liegt ja immer im Auge des Betrachters. Und hier ist die Deckkraft mir einfach viel zu gering, weil meine Haut dafür jetzt gerade nicht so ist, wie ich sie gern haben möchte. Das ist jetzt hier die Sheer Foundation. Hier siehst du auch wirklich meine Hauttextur, meine Hautrötungen durch. Und hier ist die Oh My Nude Foundation mit hier unten jeweils eine Schicht und hier an den Wangen drei Schichten. Und das sieht wirklich super schön ebenmäßig aus. Es glänzt leicht, setzt sich Gott sei Dank nicht auf meine trockenen Hautstellen, weil sonst wäre das echt ein No-Go. Leicht Feuchtigkeit spendend und nicht so trocken auf meiner Haut. Es ist krass, mit wie vielen Produkten Gatubi auch gestartet hat. Es gibt jetzt hier auch Concealer. Das ist jetzt hier der Light Me Up aufbaubare Deckkraft feuchtigkeitsspendender Concealer. Ich habe so das Gefühl, das ist eine leichte Deckkraft und bei Concealer brauche ich mehr. Oh, wobei ich sollte jetzt aufpassen, wie viel Verzerrungsfilter ich benutze. In meinem letzten Video unter den Kommentaren stand sehr, sehr häufig, dass ich zu viele von solchen Verzerrungsfiltern benutze und ich zu viel meine Videos einfach bearbeite und dass es ja mit weniger besser und angenehmer wäre. Einerseits denke ich mir, cool, dann erspare ich mir locker 3 Stunden nochmal das Schneiden. Und irgendwie fand ich es ein bisschen schade, weil ich mir denke, das ist so ein bisschen mein Style, das ich schon seit Jahren mache. Und plötzlich ist es zu viel. Also man kennt es ja so nicht anders von mir. Und vielleicht ist ja genau das Problem, wenn man jahrelang das selber macht, dass dann der eine oder andere einfach darüber hinaus wächst. Deswegen nehme ich mir das Feedback schon sehr, sehr zu Herzen und werde, wie versprochen, auch ein bisschen weniger oder generell weniger Verzerrungsfilter oder Filter der Art verwenden. Ne? Schreib du mir mal in den Kommentaren, ob es dir arg gestört hat, wie ich meine Videos in letzter Zeit bearbeitet habe. Für ein Video gehen teilweise Tage drauf, weswegen ich auch nur ein bis höchstens 2 Videos schaffe, wenn überhaupt. Der Light Me Up Concealer hat meiner Meinung nach für meine Verhältnisse zumindest schon ein bisschen wenig Deckkraft. Dennoch finde ich, dass er sehr
sehr schön auf der Haut liegt und irgendwie schön strahlend ist. Ich lasse den Concealer gerade mal so ein bisschen antrocknen, weil damit erhöhst du so ein bisschen die Deckkraft. Und weiter geht's dann auch mit dem Konturieren. Und für Bronzer und Contour gibt es mehrere Produkte von Gatoby. Einmal haben wir hier die Konturpalette, die Sculpt Finition Contouring Palette. Sehr nice, mit drei Farben. Dann haben wir hier einmal den Bronze Babe, einen Bronzer. Den habe ich, glaube ich, in einer etwas zu dunklen Farbe genommen. So sieht das aus hier. Und dann haben wir hier auch noch eine Contour and Highlighting Contouring Stick. Das hier gibt mir schon krasse Essence Catrice Vibes, muss ich sagen. Und der Contour Stick in der Farbe Light. Das sieht man leider nie und nimmer auf meiner Haut. Hätte ich nicht gedacht, dass ich mal dunkler als Light wäre. Dann müsste ich wahrscheinlich die Medium Farbe nehmen. Super, super schade. Aber zum Glück haben wir noch die hier. Ich gehe mal jetzt hier in die mittlere Konturfarbe. Sehr schön aus zum Konturieren. Und ich habe jetzt auch mein Gesicht für diesen Part zumindest abgepudert, weil wir hatten jetzt gerade so nur so Creme-Produkte. Und das sieht schon mal sehr, sehr gut aus hier. Probier es mal hier auf der anderen Seite mit der dunkleren Farbe. Ich glaube, die ist mir schon fast so dunkel. Oh, und die geht schon echt krass ins Orange, wie man hier sehen kann. Obwohl das hier gar nicht orange aussieht. Uff. Nee, das ist viel besser. Übrigens hatte ich dir ja eine kleine Ankündigung versprochen, beziehungsweise kriege ich vermehrt auf Instagram als auch hier auf YouTube Fragen, ob dieses Jahr ein Adventskalender von mir kommt. So richtig offiziell habe ich es, glaube ich, noch nirgends gesagt, aber natürlich kommt ein neuer Crash and Friends Adventskalender. Ich freue mich so krass, dass wieder ein Jahr vergangen ist, an dem wir an einem neuen Kalender gearbeitet haben. Tatsächlich braucht es so lange, die ganzen Marken an Bord zu kriegen, die ich selber liebe und schätze und meine Lieblingsprodukte da reinkriege und auch meine eigenen, ja, neuen Produkte reinkriege. Und wir haben es tatsächlich geschafft. Ich glaube, es werden 26 Geschenke. Und wie letztes Jahr wird es ein Video bzw. ja einen Vorverkauf geben. Also Ende September, Anfang Oktober ungefähr, ja, kommt dann mein Launch-Video vom Adventskalender, wo ich wirklich jedes einzelne Türchen oder diesmal Schachtel aufmache, auch zur Transparenz. Die Leute, die es ja eben, ne, sich überraschen lassen wollen, können es dann direkt dort beim Launch-Video kaufen. Ne? Oder wenn du natürlich alles wissen möchtest, kannst du dann dir das ganze Jahr Video, die ganzen Türchen auch anschauen und den Kalender dann Anfang Oktober vorbestellen. Und im November wird es dann ausgeliefert, weil zum Zeitpunkt des YouTube-Videos werden die Kalender nämlich erst produziert. Und oh mein Gott, wie groß war der Aufschrei, dass super viele von meiner Crash-Community es nicht geschafft haben, sich den Kalender zu ergattern, weil er innerhalb von 3-4 Stunden ausverkauft war letztes Jahr. Deshalb haben wir dieses Jahr wirklich an der Stückzahl, an der Menge so heftig eskaliert und nochmal richtig viele mehr Kalender gemacht, sodass wirklich jeder hoffentlich glücklich wird. Wann genau es Ende September, Anfang Oktober sein wird, kriegst du definitiv mit, entweder auf Instagram oder hier in den nächsten YouTube-Videos, die online kommen. Ich wollte schon mal die offizielle Ankündigung machen, weil eben auch viele gefragt hatten, ne? Und du dich echt dieses Jahr auf einen Kalender von mir freuen kannst. Deswegen überleg dir nochmal, welchen Kalender du dieses Jahr dir holen möchtest. Schau dir vorher bitte mein Video an. Ne? Ist auch natürlich auch ein krasses Risiko für uns alle, nicht nur finanziell, sondern generell. Und deshalb sind die Nerven sowas von krass belangt die letzten Wochen, weil wir einfach so viel Zeit, Liebe und Energie in dieses Projekt reinstecken, weil es so ein Projekt wirklich noch nie vorher gab. Und deshalb hoffe ich auf ein Support. In der Zwischenzeit, als ich hier gerade geredet und geträumt habe, habe ich hier den Blush aufgetragen. Und zwar hier den Cheeky Bloom Blush. Und zwar hier in der Farbe Mademoiselle. Der ist wirklich super leicht glänzend und hat auch einen Kern, der in einer anderen Farbe ist, was ich super schön finde. Und dieser Blush ist echt so, so toll. Man sieht dann auch diese zwei unterschiedliche Farben, wie sie einfach miteinander so vermischt wurden. Und es liegt sehr, sehr schön auf der Haut. Gibt wirklich einen super schönen blushy Look. Mit der Kontur bin ich nicht ganz so happy. Zumindest mit dieser Seite nicht, weil hier habe ich halt natürlich die Farbe verwendet, die so leider gar nicht zu meinem Hautton gepasst hat. Das Einzige, was gepasst hat, war das hier. Das sah nämlich wirklich schön nach einem bronzigen Konturton aus. Und man sieht dann hier auch, wie das ein bisschen besser zusammenpasst. Ich würde dir dann deswegen eher empfehlen, hier den Bronzer in einer einzelnen Verpackung zu kaufen, weil alle drei Farben oder alle beide Farben werde ich nicht benutzen können. Weil hätte ich das hier in der richtigen Farbe gehabt, hätte das hier vollkommen gereicht. Der Highlighter hier ist matt. Also ist eher so ein pudriges, mattes Finish. Das kann man hier unten auch gut auftragen, um die Kontur noch so richtig schön. Nice.
schärfer zu machen und zu säubern. Ich mache das jetzt nicht unbedingt, weil meine Foundation ja schon sehr hell war. Deswegen lasse ich das mal mit dem Aufhellen. Aber Blush, sowas von ja. Von Gatubi kennst du bestimmt dieses Gel in der gelben Tube, wo viele Leute eben sich auch die Perücken eben zukleben oder auch hier die Babyhaare schön zurecht machen, weil dieses Haargel wirklich sehr stark ist. Die kamen echt auf die glorreiche Idee, das in kleinerer Form für die Augenbrauen zu machen oder auch hier für die Babyhaare. Ich lieb's, aber ich habe es wirklich nirgendwo mehr ergattern können. So sieht das aus. Eins liegt, glaube ich, noch bei mir zu Hause, was schon gefühlt halb leer ist, weil ich es jedes Mal für meine Augenbrauen benutzt habe, weil es einfach super, super stark ist. Meine Augenbrauen, wirklich die lagen für 16 Stunden und mehr. Also das ist definitiv meine Empfehlung, die ich aber leider in diesem Video nicht verwenden kann. Ja, die Foundation ist vielleicht ein Ticken oder wie ich immer gerne sage, ein Tacken zu hell. Weil jetzt, wo die Foundation so ein bisschen sitzt, ne? Hier sieht man eine Shade Range an den Armen. Zumindest für Personen, die eine hellere Hautfarbe haben. Für die ist was dabei, aber Personen mit ja, dunklerer Hautfarbe ist, glaube ich, ein, zwei Farben dabei, was im Gegensatz zu den helleren natürlich gar kein Vergleich ist. Also hier, ne, Shade Range ist hier nicht die beste, zumindest für einen Großteil der Menschen, nämlich die, die eine dunklere Hautfarbe haben. Die Shade Range ist schon gut, weil selbst die hellen Farben unterteilt in mehreren ja, Farben sind und die Nuance mir immer noch zu hell ist. Ja, für dunklere Hautfarben, da haben sie es ein bisschen gespart. Ist schon wenig, also das ist meine Kritik. Doch, ich mag die Foundation sehr, sehr gerne, aber das war definitiv noch ein Punkt, das ich noch erwähnen wollte und auch sagen musste. Weiter geht's jetzt auch mit den Produkten für die Augen und da bin ich echt schockiert, mit wie viel farbenfrohe Farben ja, sie rausgekommen sind. Gerade die Kajalstifte oder die Eyeliner sind super bunt. Und die Lidschattenpaletten sind auch sehr, sehr bunt, was ich sehr, sehr liebe. Und das ist echt eine frische Abwechslung, was man so in der Drogerie echt mal braucht. Also hier gibt es einen wirklich leuchtgelben Kajal. Oder auch hier diesen Mintgrün oder diesen dunklen Grün. Ich lieb's. Und was ich noch mehr liebe, da gibt es drei verschiedene Eyeliner. Diese filzflüssige Eyeliner in Weiß, Lila und Grün. Das ist einfach mal eine crazy Farbkombi. Mal was anderes. Ja, und natürlich gibt's Schwarz, klar. Die Paletten nennen sich die Starstruck Eyeshadow Palettes. Die gibt es in mehreren Farben. Und so sieht es eigentlich schon ganz hübsch aus. Nur die Verpackung gefällt mir nicht so arg. Also gerade so diese Sterne und hier noch weitere Sterne finde ich so ein bisschen kindlich so. Ja, da stehe ich dann schon eher auf was Schlichteres, Erwachseneres, Eleganteres. Aber kann ja sein, dass Gatubi wirklich auch auf eine jüngere Zielgruppe irgendwie aus ist. Und vielleicht sind die Lidschatten ja auch echt Bombe. Und diese Palette haut mich wirklich um. Das ist hier die Ready for Red Palette. Und ich bin schockiert, dass wirklich Rot einfach eine ganze Palette für sich bekommt. Komm, es kann doch kein Zufall sein. Die hätten auch eine ganze lila Palette machen können oder eine ganze gelbe oder eine grüne. Wobei, grün haben sie ja hier jetzt. Aber eine rote? Hier gibt es mehrere Rottöne und Orange und Magenta und Lila und I love it. Natürlich, aber ist nicht selbstverständlich. Sowas in der Drogerie. Geil. Ja, mir ist der Lidschatten hier von der nächsten Palette kaputt angekommen. Das ist jetzt hier so eine Rainbow-bunte Palette. Finde ich auch super, super schön. Mir fehlen aber trotzdem so ein, zwei natürliche Farben. Und so könnte ich dann wirklich einen ganzen Look mit der Palette schminken. Aber so würde ich schon sagen, dass es schon eher für Fortgeschrittenere. So ein Look nur mit diesen krassen Farben zu schminken. Weil nur damit, habe ich mir das jetzt in den Mund getan? Ja, wahrscheinlich. Weil nur mit der Palette kriegst du halt schon echt krass buntere Looks. Und für den Sommer ist es eigentlich auch echt cool, auch so für Festivals. Habe ich das jetzt hier gegessen? Naja, immerhin ist es vegan. Also heißt das dann, dass ich das essen kann? Schatz? Nee, alles gut, Schatz. Ich werde jetzt auch hier die Ready for Red Palette benutzen, weil im letzten Video ich auch einen grünen Look geschminkt habe. Deswegen nehme ich die hier. Und so einen Smoky Eyeliner mit diesem schwarzen... Deshalb starte ich jetzt hier mal mit dem Rosé-Ton. Eine gute Farbe zum Starten. Und das trage ich erstmal hier auf. Und schon haben wir was auf dem Auge. Und apropos Freund, wenn du dieses Video siehst, dann bin ich gerade tatsächlich im Urlaub. Und zwar in Italien. Ich und Jonas haben nämlich ausgemacht, einen kleinen Roadtrip zu machen. So ein bisschen Camper-mäßig. Aber wir sind in keinem Camper unterwegs. Wir haben ein ganz normales Auto und schlafen auch in einem Hotel. Aber wir machen einen Roadtrip entlang der Küste von Norditalien. Und dort klappern wir einfach mehrere ja, Orte an der Küste ab und entscheiden dann einfach spontan, hey, bleiben wir hier noch oder geht's direkt weiter? Und dann nehme ich dich natürlich auf Instagram auch auf mit auf der Reise. Wir haben doch extra gestern einen fetten Döner gegessen, gell? Ja. Sorry, dass ich so lange auf dem Klo war, Baby, aber ich war nicht fließend.
Ich film grad, Schatz. Das werde ich sowas von posten. Nein. Doch. Hör auf. Oh Gott, läuft das jetzt den ganzen Urlaub so? Ich will mit dir über Klo und alles reden können, so viel ich will. Ich gehe jetzt hier in diese dunkelrote Farbe. Ich bin so gespannt. Oh. Okay. Ja, ich muss sagen, die Farben von Anfang sind etwas schwach auf dem Auge. Also klar ist es jetzt für dich in der Kamera gerade ein bisschen krass, aber ich sehe es so vom Spiegel und denke mir, okay, ich muss hier nochmal drüber. Aber das sage ich jetzt erstmal hier ganz wertfrei. Kann ich mir auch gut vorstellen, dass das gewollt ist, weil das ist schon eine krass auffällige Farbe. Und wenn es ein bisschen abgeschwächt ist, kann man halt sowas viel einfacher im Alltag integrieren. So für einen Pop of Color. Du siehst, es ist super schnell verblendet und da bleibt nicht mehr so viel krass viel übrig von dem, was ich gerade drauf hatte. Also da verschwindet auch so einiges, sobald ich hier mit einem fluffigen Pinsel da drüber gehe. Deshalb bleibe ich hier mit einem Mini-Pinsel und gehe damit wirklich punktuell so ein bisschen damit um und verwische es weniger, sondern tupfe es eigentlich eher drauf. Die Farbkombi zwischen den beiden Farben sieht hier wirklich so schön aus, so wie so ein Aprikot-Frühlingston. Der würde Alice-Marie bestimmt gefallen. Ich gehe jetzt hier in diese dunkel-lila Farbe, einfach mit demselben Pinsel und trage das jetzt hier direkt am Wimpernkranz auf. Ich werde mit Jonas circa so 10-11 Tage unterwegs sein, also jetzt nicht so viel. Ich kann jetzt auch nicht super lang meine Videos ausfallen lassen, deswegen drehe ich jetzt auch gerade noch um 0.51 Uhr, damit du auf jeden Fall noch dieses Video hast, während ich im Urlaub bin. Wir fahren nämlich jetzt auch nachts los, also sobald ich hier fertig bin, fahren wir los in einem Ready Full Face Make-up. Letzte Mut, so in den Urlaub zu fahren. Die Farbe hier erscheint hier auf dem Auge deutlich heller, als sie jetzt in der Palette ist. Also gerade gibt es schon so einen leichten Farbunterschied, deswegen schichte ich das jetzt hier mal. Deshalb nehme ich jetzt hier einen Eyeliner-Pinsel und gehe hier in dieses schwarz schimmernde, wobei das eigentlich wirklich ein sehr dunkles Lila ist oder schwarz mit lila Schimmerpartikel und gehe damit noch näher an meinen Wimpernkranz, um das nochmal so richtig zu vertiefen. Und dabei kreiere ich so einen leichten Wing. Ich glaube, die Bikini-Pics dieses Jahr, die Bikini-Bilder auf Instagram, uff. Gut, ich will jetzt hier nicht gerade übertreiben, wenn es nur nicht mal Bilder gibt. Und am Ende gibt es dann keine und ich enttäusche hier alle. Und jetzt siehst du, dass wir Partner mit sind? Was? Wir sind im Partnerlook und haben es noch nicht mal gemerkt. Viele Grüße aus Rüdli. Rüdli! Komm, jetzt gehen wir. Weiter geht's. Ja, ich freue mich riesig, die Bilder zu machen, in der Hoffnung, dass ich dann nicht ein ganz so ein Häufchen Elend werde, wenn ich jetzt irgendwie die Bilder nicht gut genug finde, weil mein Körper sich dieses Jahr oder generell, seit ich Jonas kenne, schon ziemlich krass verändert hat. Also ein bisschen da, hier und da habe ich definitiv zugenommen, was ich eigentlich auch wollte, weil wer meine alten Videos kennt, der weiß, dass ich mich immer echt krass zu dünn fand. Und seit ich jetzt Jonas kenne, das ist so ein typisches Beziehungsding, wenn man sich wohlfühlt, dann legt man so ein paar Kilos zu und das ist definitiv der Fall. Super viele schreiben dann auch, hey, bist du vielleicht schwanger hier, na, dralala. Aber nein, deswegen schreibt nicht, ob jemand schwanger ist. Tut es einfach nicht. Ich werde es dir dann schon sagen, wenn es soweit ist. Aber es ist gerade mal Jonas und meine zweite Urlaub, so entspannen wir uns alle, okay? Wir sind noch nicht mal zusammengezogen. Übrigens gibt es zum Thema Zusammenziehen, warum ich mit 26 Jahren noch zu Hause wohne. Obwohl ich seit 2 Jahren einen Freund habe, davon wird es noch ein Video geben. Und zwar auch von mir und Jonas. Also noch ein Video. Freue ich mich riesig, dass er sich endlich mal wieder vor der Kamera traut, weil seit seinem Vorstellungsvideo muss ich ihn echt überreden, wieder vor der Kamera zu treten. Aber darauf freue ich mich auf dieses Video, was hoffentlich noch im September vor meinem Kalender-Launch kommt. Weil für mich gibt es gerade einfach nur vor dem Kalender-Launch und nach dem Kalender-Launch. Was ist eigentlich hier passiert? Im Hals. Bisschen Lidschatten gewesen. Kein Knutschfleck, keine Sorge. Und die Champagner-schimmernde Farbe werde ich jetzt hier am Anfang meines Augenlides auftragen und ein bisschen so in die Mitte ziehen. Einfach auch direkt mit dem Finger und tupfen. Es kommen dieses Jahr Crash-Nägel raus. Oh mein Gott. Das hatte ich dir aber auch schon in vielen Videos bereits gezeigt. Dann kommt der Adventskalender. Dann kommen die wiederverwendbaren Abschminkpads. Das habe ich gerade gebraucht. Aber diesmal komplett polyesterfrei. Die kommen auch im Oktober. It's a lot.
going on? Das ist meine krasse Farbe hier. Hast du das gesehen, diese schimmernde weißliche? Oh, nice. Das sieht richtig schön aus, gerade in Kombi mit dem Rot und Rosa. Und dem leichten Verlauf zu dem Lila und dann noch zu dem leichten Lidstrich. Ich habe jetzt noch von dieser bunten Palette ein bisschen von dem Orange genommen und das ein bisschen hier mit reingemischt und auch mit dem Rot. Nochmal bin ich reingegangen und habe jetzt auch diesen weißen Schimmerton auch nochmal zusätzlich in der Mitte drauf gepackt, weil der einfach noch krasser, noch stärker ist. Und der ist schon, ich will nicht sagen, fast holographisch, aber der schimmert halt in super vielen Farben und das hier war gerade hier mit dem Roten echt krass, hatte fast schon so einen leichten bläulichen, lilanen Schimmer hier ergeben. Guck mal, wie krass das aussieht. Deshalb fand ich es dann doch nicht schlecht, dass ich jetzt auch mal eine zweite Palette mit benutzt habe, weil die hier hat sich erstaunlicherweise als gut herausgestellt und alle Paletten sind sehr anfängerfreundlich. Das heißt, sie haben nicht super viel Bam-Pigment am ersten Moment. Du musst es schon ein bisschen verblenden und das ist einfach nicht so krass, weil krasse Farben könnten schon so einschüchtern sein. Deswegen hier anfängerfreundlich, weil damit hast du dann keine Angst, dass es dann einfach zu heftig ist. Für meine Verhältnisse kenne ich es natürlich sehr, sehr heftig, auch aus der Drogerie. Deswegen gehören die Lidschatten schon eher zu der schwächeren Kategorie. Aber für Anfänger, beziehungsweise gerade die, die sich an einen krassen Farben herantrauen wollen, die hier sind top. Die hier, die habe ich jetzt weniger ausprobiert, aber das ist jetzt so eine Alltags-Lidschattenpalette. Die kann ich mir im Alltag schon sehr gut vorstellen, wenn man sich gerade da nicht super stark schminkt. Und ich würde unbedingt eines dieser bunten Liner probieren. Gerade auch hier der in Lila oder in Grün. Oh mein Gott. Ich gehe hier einmal in den lilanen rein. Das ist jetzt hier der Gotta Be Fabulous. Ach cool. Fabulous, so Fabulous Eyes und so. Nice. Bis zu 10 Stunden halt. Schau mal hier mit einer ziemlich dünnen Spitze. Ich habe das hier auch schon geswatcht mit mehreren Kajalstiften. Es gibt auch hier richtig schöne Kajalstifte in so einer rosenen Farbe. Das ist der hier oder der daneben in Mint. Auch super schön. Und ich gehe da jetzt einfach mal, weiß nicht, ich habe da jetzt einen schwarzen Eyeliner gemacht, aber ich wollte es einfach mal zusammen machen. Oh, nice. Die Pigmentierung ist toll. Selbst jetzt auch über dem Schwarzen. Ein super schöner blau-lila Ton. Sehr, sehr cool. Ich liebe bunte Eyeliner. Und solche bunte Liner sind immer super schwer zu finden in der Drogerie oder auch generell super schwer herzustellen. Siehe da, Loredana hat zum Beispiel auch bunte Liner gemacht und da war ich jetzt auch nicht ganz so happy. Ich komme mit den Filz-Eyelinern viel besser klar als mit diesen flüssigen Eyelinern. Guck dir mal, wie heftig diese Grünfarbe ist. Wie krass sie auch über dem Lilanen und über dem Schwarz trotzdem noch durchscheint. Geil. Bisschen mal die beiden Farben miteinander vermischt. Wie heftig deckend das ist. I love it. Geil. Ich hoffe, 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 die bringen dies noch in anderen Farben aus. Gelb, grün, rot. Gut, grün ist hier, aber in super vielen weiteren Farben. Und als kleinen Add-on mache ich jetzt hier einen weißen Liner. Wo packe ich denn jetzt hin, ohne den Look zu ruinieren? Wie jeden Tag. Jetzt lieber aufhören, bevor es noch schlimmer wird. Ach, egal, komm. Hat was. Guck dir mal diese weiße Linie hier vom Eyeliner an. Mal wieder mal was Neues ausprobieren hier. Ich finde, das sieht richtig cool aus. Unten lila, oben weiß und dann geht es hier runter zum Petrol. Die weiße Farbe ist jetzt nicht so 100% deckend wie jetzt die beiden Farben, aber weiß ist immer super schwer. Aber so wie es jetzt auch gerade aussieht, bin ich total happy. Den gleichen gibt es natürlich hier auch in schwarz und zwar hier den Too Sexy Matte Slim Liner. Und hier haben sie halt das Krasse gemacht, dass sie den Eyeliner noch krasser dünner gemacht haben. Schau dir mal den Unterschied an zwischen dem lilanen, eigentlich eher den normalen, von der Größe her und den schwarzen. Oha. Guck mal, wie dünn du malen kannst. Heftig. Natürlich haben sie dann auch noch so einen Eyeliner in so einem richtigen, so einen fetten. So, da kann man zum Beispiel auch so ein Eyeliner-Schwänzchen, so ein Eyeliner-Lidstrich einfach mal direkt so machen, durch die etwas dickere Spitze. Und auf der anderen Seite, hier beim Two Hit Wonder Eyeliner, haben sie sogar hier auch einen Stempel, wo du dann hier auch einen Eyeliner als, ne, als Stempel hast. Naja, ohne den Rand. Das hier würdest du dann hier am Auge sozusagen hier dran stempeln. Also wenn man nicht zu stark drauf drückt, sonst kriegt man hier die Ränder mit, aber so. Okay, man muss vielleicht ein bisschen länger warten. Könnte, ja, so semi-gut klappen. Aber ich finde, damit bist du deutlich besser dran mit so einer richtig dünnen Spitze hier. Oder du nimmst gleich hier die bunten und machst einen tollen Akzent. Also das hier ist mega. Die haben hier auch noch so eine Mascara, eine Too Dramatic Look, Too Sexy. Und es sind zwei Mascaren in eins. Einmal hier die Nummer 1. Wow, die sieht so aus, hat ein ziemlich dickes Bürstchen. Und dann Schritt Nummer 2 ist hier auch dann im Deckel selber und dann hat man hier ein noch dickeres Bürstchen. Ich frage mich, was passiert, wenn ich jetzt den ersten Deck mache. Hecke, das ist doch alles nur ein Schwamm, oder?
Aha. Ja, ist es. Plus viel Dinner jetzt plötzlich und viel, viel, viel weniger Produkt. Das ganze Produkt hat sich hier angestaut. Cool. Ich wollte schon immer wissen, wie solche Skaren funktionieren, die so 2 in 1 ist. Ich natürlich doof dachte, das sind natürlich 2, aber nee, das ist eine. Das erste Bürstchen trennt die Wimpern richtig gut und das zweite Bürstchen haut dann nochmal richtig ordentlich Produkt auf die einzelnen Wimpern drauf. Das ist eigentlich ganz cool, dass man so ein 2-in-1 Produkt hat, aber ich weiß nicht, ob ich die Geduld dazu hätte. Deswegen bin ich, glaube ich, eher nur Fan von der ersten Bürste, weil die hat die Wimpern gut getrennt. Aber die zweite hat einfach viel zu viel Mascara-Produkt drauf. Da würde ich echt vorsichtig mit umgehen, dass es dann echt nicht zu viel auf deinen Wimpern ist und du dann sehr schnell so Spinnenbeine bekommst, weil es echt viel ist. Bei den Lippen gibt es auch normale Lippenstifte als auch Liquid Lipsticks. Die normalen Lippenstifte sehen auch super schön aus, gerade bei den roten Farben. Aber ich habe mich jetzt hier für ein Liquid Lipstick entschieden. Hier, das ist der Slay La Vie und zwar in der Farbe Naked Truth. Ich bin ja immer auf der Suche nach den schönen, nude Farben aus der Drogerie. Und der sieht schon mal sehr gut aus. Also von der Farbe her. Liquid Lipstick. Trocknet der matt an? Oh nee, sehr intensiver Glanz. Intensive, deckende Farbe mit glänzendem Finish. Ach was, ist ja kein matter Liquid Lipstick. Ist eher so ein Lipgloss. Ich hatte mir echt gedacht, dass der matt ist, weil ich habe mir nämlich hier einen durchsichtigen Gloss aufgetragen, der sogar so ein bisschen Schärfe drin hat, damit die Lippen größer werden, erscheinen. Und der durchsichtige Gloss. Irgendwie kam mir halt der von Essence sehr bekannt vor. Also Essence hat ja auch diesen durchsichtigen Gloss. Da dachte ich, vielleicht kann der hier dem Essence auch Konkurrenz machen. Guck dir mal diese schöne Farbe an. Klebt nicht. Das ist kein richtiger Gloss. Ich kann es gar nicht beschreiben. Ich mag's. Es ist sehr, sehr zart und natürlich. Kurzer Schnelldurchlauf an Produkten, die ich dir einfach ehrlich auch empfehlen kann. Ne? Falls deine Farbe mit dabei ist, die Oh My Nude Foundation, und du nicht ganz so viel abdecken musst, dann ist die hier super schön glänzend, auch perfekt für trockene Haut. I love. Die werde ich mir jetzt auch ein paar Nuancen dunkler holen. Blush, sehr, sehr große Liebe. Und bei der Kontur- bzw. Bronzerfarbe, die hier in der Mitte, mag ich. Ich werde mir die aber einzeln dann hier in dieser Form dann holen. Bunte Eyeliner bzw. auch bunte Kajalstifte. Sehr, sehr große Liebe. Für die, die es ein bisschen künstlerischer haben wollen. Lidschatten, okay. Also falls du sehr viel mit Lidschatten arbeitest und vor allem auch sehr viel mit Farben, würde das dir schon eher zu wenig Entdeckkraft sein. Deswegen hier nur Anfänger. Und oh mein Gott, diesen Liquid Lipstick, Lip Gloss, was auch immer ich hier gerade auf Lippen habe, ich lieb's. Da hole ich mir jetzt auch noch mehrere Farben von. Also es gab hier und da Hit or Miss, aber beim Overall Full Face Make-up bin ich dennoch super, super happy. Und ich freue mich, mit Farben zu experimentieren. Und ich finde, so die Marke Got2Be gibt einfach nochmal so frischen Willen, so frische Farbe so rein. Die Basics sind da, auch wenn es ein bisschen krasser ist. Und ich freue mich, wenn Got2Be einfach noch vielleicht krasser wird. Weil dann weiß ich einfach, hey, ich kann auf Got2Be zugreifen, wenn ich einfach was Bunteres, was Heftigeres haben will. So, verstehst du? So was Auffälliges. Und ich glaube, dafür steht so ein bisschen Got2Be. Zumindest verfolge ich das jetzt mal. Und die Produkte, die ich gerade gezeigt habe, sind meine Favorites davon und würde ich dir dann auch empfehlen. Also schreib du mir mal, wie du den Look auch findest und ob ich mal was an meinen Haaren verändern soll. Schreib mir auch mal das, weil ich irgendwie eine kleine Haarveränderung brauche. Soll ich sie mal schneiden oder nicht? Und damit weiß ich auch, wer bis zum Ende geguckt hat, denn ich glaube, das wird keiner mehr. Also wenn du mir die Frage beantwortest, was ich mit meinen Haaren so machen soll, dann kürzen mal wieder oder so lang lassen und vielleicht wieder etwas krasser rot werden, weil ich sehr viel Braun dazu getan habe oder rauswachsen lassen habe aus gegebenen Anlässen. Dann schreib mir auch das, aber ich liebe den Look sehr. An dieser Stelle danke ich dir fürs Zusehen und dann würde ich sagen, sehen wir schon ganz schnell in einem neuen Video wieder. Bis dann!